Hey Leute, Drop Dynamic hier aus Berlin-Kreuzberg. Ich bin hier mit meinem Song, wir alle sind es leid. Check it. Ich schrei Stopp, denn ich hab genug gesehen, die Seele streikt. Schon vor Jahren machte sich langsam das dunkle Elend breit. Eine große Plage, die bei uns ihr Unwesen treibt. Geht zu weit, denn ich seh wie in meinem Bezirk Tränen weint. Yeah, meine Freunde, sie nennen mich Percy. Ich bin aus Münster. Ihr seht euch bei Reputation meinen Song Vorwärts an. Was will diese Welt von uns? Bringt es mal auf den Punkt, ich hab keinen blassen Dunst. Ist Lügen eine Kunst, all die Pharmaindustrien wollen nur an uns verdienen, geben Kindern Ritalin, doch können sie nicht entziehen. Yo, das ist Tag 32 aus dem terrorschwarzen Plattenbau in Berlin mit Mehrblick. Ihr seht heute mein Video, wir wollen mehr auf reputation.tv. Checkt es aus. Jedes Atmen fällt uns schwer, wir wollten immer mehr. Durchatmen, durchstarten, treiben bis zum blauen Meer. Im grauen Teer verlieren wir halt in unseren Air Max. Nur außerhalb von Zählen, doch gibt's dafür kein Airbag. Wir drei treffen uns heute mit Hans-Christian Ströbele, um über unsere Songs zu quatschen. Checkt es aus auf reputation.tv. Deine Message, dein Mic. Ist unser Leben mehr als nur scheiß Aktienkurse wert ist. Wir wollten so viel, ständig am Philosophieren. Doch alles bleibt im Rahmen wie Instagram-Fotografien. Die Angst steht auf der Stirn. Wir haben ja ein paar Videos mitgebracht. Ich würde mal vorschlagen, wir fangen mit meinem an. Und zwar heißt es, wir alle sind es leid. Es kommt nur darauf an, was die Menschen verdienen. Und die Einheimischen kommen bei diesem heftigen Krieg um. Nicht genug Geld und du siehst die Menschen, sie ziehen um. Darf ich euch vorstellen, das ist die Gentrifizierung. So lautet die neue Geschäftsidee. Deswegen seh ich, wie es Kreuzberg so dreckig geht. Es wird schlimmer in Zukunft. Wie Bela sagt, Vater Staat ist ein Blinder der Zukunft. Was ihr tut, ist der reinste Dreck. Warum nehmt ihr uns die Heimat weg? Wir alle sind es leid. Ja, wir alle sind es leid. Das hat mir gut gefallen. Also ich hatte ein bisschen am Anfang Probleme, dass zu verstehen, weil ja diese Art von Sprache ich so nicht gewohnt bin. Aber ich finde, das Problem wird richtig angegangen. Prima. Also so kann man auch Probleme deutlich machen. Ich wünsche mir, dass sowas auch mal im Fernsehen gesendet wird. Das Video ist geil. Der Song ist auch mega cool so. Ja, das Problem, ich bin ja kein Berliner, ich komme aus Münster so. Bei uns wohnen wir in den Außenbezirken, wenn wir keine Kohle haben. So. Wir sind eine besser verdienende Stadt. So. Aber ja, klar, das ist halt auf jeden Fall ein Problem, was dich beschäftigt, was die Leute hier beschäftigt im Bezirk und was bekämpft werden muss oder wogegen gehalten werden muss, wenn das so passiert, wie du das schilderst, auf jeden Fall. Ja, also vor 14 Tagen saß hier in meiner Sprechstunde an diesem Tisch, saßen drei Herren, drei Väter, muss man sagen, die gesagt haben, wir sind Türken. Und wir wohnen seit 30, 35 Jahren hier um die Ecke in der Marianstraße und wir müssen jetzt hier weg, wir können die Miete nicht mehr zahlen. Was machen wir jetzt? Und ich stehe dann da und soll dann Antwort geben und kann nur sagen, ich habe das schon lange immer wieder versucht zu problematisieren. Leider haben wir lange vom Senat dazu, also der ist ja zuständig und auch im Bundestag, keinerlei Gehör gefunden. Und jetzt ganz langsam wachen sie auf und ich hoffe, man kann da irgendwas machen. Ja, ich kann nur meine Props aussprechen zu dem Video. Also definitiv gute Sache. Gentrifizierung ist auf alle Fälle ein Thema, was momentan so viel kursiert. Was ich aber auch finde, ist auch manchmal so eine heikle Geschichte, weil es häufig auch so ein bisschen dann missbraucht wird. Ne? Was ich immer so ein Problem damit habe manchmal, wenn Leute sagen so, oh, komm, wir beschützen unser Kiez und wir passen jetzt auf, dass kein anderer hierher kommt. Fand ich am Anfang auch so, war ich genau derselbe Typ dafür, gerade so Friedrichshain, Hutschenhausen, so die Gegend ist auch so, dass da immer mehr Leute hinkommen, die da eigentlich nicht geboren sind, sagen wir mal so, ne? Und sich auch die Wohnung aufkaufen und die vermieten für höhere Gelder. Aber habe ich so einen Aufkleber gesehen letztens, das ist unser Kiez, Anpassung ist Feigheit. Und da dachte ich mir so, ja, pff, cool, das sind hier irgendwelche Leute aus dem Kiez, die das so promoten und sagen, so das ist unser Ding. Und dann gucke ich unten so auf die Unterschrift und dann steht da NPD drauf, wo ich mir denke, zack, die greifen die Thematik nämlich genauso auf und nutzen das Ding dann als Kehrschluss, um zu sagen, ja, raus mit allen, die hier nicht hergehören. Und das ist so der kleine Trugschluss, der da immer noch mit dabei ist, da muss man ganz vorsichtig sein. So, klar bin ich gegen Investoren, die hierher kommen, das Gebäude abreißen, eine teurere Luxuswohnung hinbauen und klar bin ich dagegen, dass die Stadt Grundflächen vermietet oder verkauft, wo angeblich vorher kein Platz war für Kitas zum Beispiel und auf einmal ist da Platz für eine Luxuswohnung. Aber wie gesagt, immer so mit einem vorsichtigen Zeigefinger. So. Ja, das ist natürlich völlig richtig. Man darf ja nicht vergessen, die meisten
in Berlin, aber auch hier in dem Kiez. Ich auch. Sind ja irgendwann mal eingewandert. Oder ihre Eltern oder ihre Großeltern oder so. Das ist ja was völlig Normales und das macht ja auch das Leben interessant, hier, wenn das hier ist. Es muss nur so sein, dass das nicht eine soziale Auswahl wird, dass man sagt, Ärmere können sich das hier nicht mehr leisten, die müssen dann irgendwie in die Vorstadt gehen. Bitte versteh, wie die da oben uns zu Opfer machen. Das Prinzip, hast du keine Kohle, musst du Koffer packen. Kreuzberg ist tief gekränkt, jetzt wird's viel zu eng. Hauptsache, wir werden alle aus unserem Kiez verdrängt. Was macht ihr bloß mit diesem Barrio? Sag mir, was ist mit den Familien, die hier schon seit 30 Jahren wohnen? Und man darf ja nicht vergessen, hier in Kreuzberg, gerade in diesem Kiez, gibt's ja eine Geschichte. Mit so einem Widerstand gegen Abriss und Erneuerung. Wenn es den nicht gegeben hätte, diesen Widerstand, dann ging hier eine Autobahn durch, darf man nicht vergessen. In den 80er Jahren, als hier die Altbauten angefangen wurden zu sanieren, dann gab es eine Hausbesetzerbewegung, die hat verhindert, dass viele, viele Häuser hier einfach abgerissen wurden. Ne? Und da muss man dran anknüpfen. Die Angst steht auf der Stirn vom Bankenkrieg und Rente. Doch wichtiger, wie kriege ich auf Schweizer Franken Prozente? Ich denke, also bin ich zufrieden im goldenen Käfig. Stockholm-Syndrom, doch bei uns ist nur der Wodka schwedisch. Glück nur noch chemisch, frei nur als Kind. Es heißt Auge um Auge, hoffentlich sind wir nicht blind. Wir wollen mehr, wir wollen mehr, wir wollen mehr. Durchatmen, durchstarten, treiben wir am blauen Meer. Wir wollen mehr, wir wollen mehr, wir wollen mehr. Raus aus dem grauen Plattenbau, schwimmen im blauen Meer. Also der Grundsatz bei dem Video war eigentlich, ich meine, ich komme aus einer Gegend, wo es eigentlich nur Plattenbauten gibt, hinten in Hohenschönhausen. Und das ist halt alles immer ein bisschen grau und eintönig. Und so in der Schule wird hier immer schön suggeriert, ja, hab gute Noten in der Schule, dann wirst du mal Arzt und verdienst viel Geld. Oder dann wirst du Rechtsanwalt und verdienst viel Geld. Alles so eine tollen Geschichten. Also man wird immer so auf materielle Ziele gesteckt, dass man sagt, ja, sei bloß erfolgreich, erfolgreich. Und man versteift sich da so drauf und denkt, man ist selber in der Lage, das so zu erreichen, obwohl das von so vielen Faktoren abhängt, die man überhaupt selber gar nicht beeinflussen kann. Dieses Wir wollen mehr ist so das, eigentlich so dieser Leitsatz, dass man sagt, okay, wir wollen eigentlich so viel erreichen, aber letztendlich ist es auch so schwer und es funktioniert nur, wenn wir den Mund aufmachen. Und so, das ist der Grundsatz eigentlich dieses Videos gewesen. Ah ja, nee, das ist ja doch sehr spannend, weil... Was mir dazu sofort einfällt, was ich ja immer wieder sage, gute Noten in der Schule sind überhaupt nicht die Garantie, dass man nachher erfolgreich im Beruf ist oder so. Ich weiß das von mir selber. Ich war ganz schlecht in der Schule. Mehr Generation Facebook, Mittelklasse-Golf, Angst vor Bankenspießertum und ihren mitgebrachten Colts. Schnauze voll, meinen Stolz tausche ich nie für Erfolg. Verliere ich alles, sag ich bloß, ich hab es gewollt. Diese Bildungsgeschichte ist für mich auch noch interessant von dem Aspekt zur soziale Bildung. Was gehört noch zur Bildung dazu, außer jetzt kognitiv, so Schulnoten und sowas? Da gehört noch viel mehr dazu. Und ich glaube, dieser Aspekt sollte viel weiter ausgebaut werden, damit es mehr so wird, dass wir uns mehr akzeptieren gegenseitig, auch wenn jemand anders ist. Und zu dem Thema Abschluss so, ich war auch oft nicht gut in der Schule. Irgendwann habe ich dann doch gerafft, so ein etwas vernünftiger Abschluss ermöglicht einem was. Aber es ändert nichts das, an meinem Aussehen. Also ich habe dann gute Schulnoten, werde vielleicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen oder kriege einen Studienplatz. Aber ich werde trotzdem immer noch von der Polizei jeden Tag am Bahnhof angehalten und allgemeine Personenkontrolle. Jetzt gerade hier auch in Berlin, gerade eben noch am Bahnhof, ich glaube, hat es noch mitbekommen. So. Das passiert mir auch in meiner Heimatstadt. So, ich sehe halt einfach aus wie, wie die allgemeine Person, die kontrolliert werden sollte. Und das passiert mir dann halt. Das ändert auch an meinem Bildungsgrad nichts, denke ich mal. Aber ich glaube halt genau da so ist die Tücke, wenn du das so als Normalfall akzeptierst. Ne? Also um mal auch die Korrespondenz zum Video zu ziehen, wo ich auch sage, wir wollten immer mehr so wie Robespierre am Fahnenmeer mit der roten Fahne. Ne? Alle wollten Revolution damals, als wir jung waren. Und ja, wenn ich mal groß bin, dann reiße ich das rum und reiße ich das rum. Ne? Also zumindest waren so die Leute um mich rum auch so eingestellt. Und wenn ich jetzt so um mich rumschaue, sind das alles so Leute, die sich so ihr Leben langsam eingepegelt haben. Manche geben sich mit Hartz IV zufrieden, manche mit ihrem 800 bis 1000 Euro Job. Aber sie haben so diese Zufriedenheitsstufe erreicht und sagen, uns geht es ja immer noch besser als anderen EU-Ländern oder uns geht es ja immer noch besser als anderen Kontinenten, dann ist ja alles in Ordnung. Also die, so diese Trägheit zu sagen, so mit dem geben wir uns zufrieden. Weißt du, und wenn du sagst, ey, voll normal, dass ich am Bahnhof Personenkontrolle habe, so passiert mir auch so und ich denke mittlerweile, die Scheiße ist auch normal, aber es ist nicht normal, weißt du? Also das darf nicht normal sein und genau das ist das Problem so und wir haben angefangen, das als Normalfall zu akzeptieren und stehen zu bleiben und das, finde ich, ist das Schlimmste, was in einer Gesellschaft passieren kann. Ja, also
Ich werde nicht kontrollieren, jedenfalls ganz selten. Vielleicht eher nach einem Autogramm gefragt, oder? Nach einem Fahrschein oder sowas gefragt, das passiert ja schon. Nein, wichtig ist, glaube ich, auch, dass alle im Leben natürlich auch mal straucheln und auch unheimlich missbauen, auch im Nachhinein. Wenn ich mir überlege, was ich so in meiner Jugend und danach gemacht habe, und weil da immer ein Richter daneben gestanden hätte und gesagt, jetzt versuche ich mal die Paragraphen anzuwenden, da würde ich, glaube ich, auch nicht besonders gut bei wegkommen. Habe dann vielleicht Glück gehabt, dass sich keiner mehr darum gekümmert hat oder so oder es nicht gemerkt hat. Also wichtig ist, dass man immer wieder auch eine neue Chance dafür kriegt, auch mal was anders zu machen und zu sagen, jetzt probiere ich das mal aus, jetzt probiere ich das aus, wo ich dann vielleicht auch zufrieden habe. Sie kümmert sich, ob Menschen ihre Träume haben. Sie wollen nur Geld verdienen und neue Käufer haben. Verkaufen Zigaretten, verkaufen pures Gift, von denen schon eine tötet, wenn sie ein Baby ist. Bezahlen die Prüfungsämter, bezahlen die Politik, damit ein kleines Kind in China an einem Pulli sitzt. Freie Marktwirtschaft, das ist der freie Handel. Arme ausbeuten, sie dabei misshandeln. Der Umwelt schadet das, doch Firmen brauchen Platz. Wenn du das Kleingeld hast, dann läuft die Sache glatt. Man hält die Menschen dumm, man hält sie in den Glauben. Kontrolliert den Mund, verbindet ihnen die Augen. Auf jeden Fall dicke Props, auf jeden Fall krasser Track. Viele Sachen angesprochen, ganz schön kompakt in dem Track. Und die krasseste Line fand ich, geben den Kids Ritalin, doch können die nicht erziehen. Und dachte ich mir, wow, Alter, genau auf den Punkt gebracht so. Wenn du das jetzt so schilderst oder beurteilst, muss ich immer erstmal nachdenken, was heißt denn das jetzt wieder? Weil das ja auch schon eine eigene Sprache ist, muss man ja sehen. Ne? Wahrscheinlich kriegt ihr gar nicht das mehr so mit. Also ja, Props zum Beispiel heißt, ja, wenn man jemandem Respekt zollt. Ihr Line heißt eine Zeile. Habe ich mir schon gedacht. Und Props, jemandem Props geben heißt, ich zoll ihnen somit hier Respekt. So. Ah, ja. Was will diese Welt von uns? Bringt es mal auf den Punkt, ich habe keinen blassen Dunst. Ist Lügen eine Kunst? All die Pharmaindustrien wollen nur an uns verdienen, geben Kindern Ritalin, doch können sie nicht erziehen. Nein, das ist natürlich tatsächlich eines der wichtigsten Probleme unserer Zeit, was, glaube ich, so die vorherigen Generationen, frühere Generationen nicht gehabt haben, dass wir nicht nur die Umwelt und die Natur irgendwie zerstören, sondern mit diesen unendlich vielen giftigen Nahrungsmitteln, muss man ja sagen, und den giftigen Medizinen und Medikamenten, die angeblich helfen sollen, die jemand ruhig stellen sollen und Ähnliches, was wir da auch mit den Menschen anrichten. Ne? Wir verändern ja auch die Menschen und das ist sehr gut angesprochen. Ich weiß nicht, wo du das her hast. Möglicherweise aus der eigenen Erfahrung. Ja, wo habe ich das her? In dem Viertel, wo ich aufwachse, nimmt jeder Junge Ritalin, sobald er irgendwie auffällig wird. Das ist einfach ein einfaches Mittel, das musste ich auch nehmen. So. Ich hatte zig Guthaben, ich habe das, das und das, muss die und die Tabletten nehmen. Fakt ist, irgendwann habe ich gesagt, ey, ihr könnt mich alle mal, ich spiele einfach nach euren Regeln und auf einmal war ich gesund auf den nächsten Tag so und konnte auf normale Schulen gehen. Das Ding ist auch, Kinder, die so verhaltensauffällig sind, werden dann auch auf solche Schulen abgeschoben, wie Förderschulen, Sonderschulen. Ich mache auch nebenbei soziale Arbeit und arbeite halt mit Kindern in Problembezirken zusammen und die Probleme haben sich nicht geändert. Ja, also ich muss gestehen, ich wusste bisher gar nicht, was Ritalin ist, geschweige denn, dass ich es selber genommen habe, aber jetzt habe ich es verstanden. Und das ist ja fürchterlich, dass man versucht, psychische Probleme, die alle haben, die ich auch habe und hatte und auch als Kind natürlich hat man sowas, dass man das dann versucht zu bekämpfen, ruhig zu stellen oder was auch immer mit Medikamenten. Also was werden wir für eine Gesellschaft? Also wo führt das hin? Steht auf, geht raus, seid jetzt bereit. Ihr wollt etwas hier verändern, es wird Zeit für den Fight. Guck mal einmal in den Spiegel, wen ihr das alles verdankt. Wollt ihr sein wie Adolf Hitler oder sein so wie Saddam? Es gibt keinen heiligen Krieg, keinen heidnischen Sieg. Nur das Recht von all den Menschen, das schon fast am Boden liegt. Wenn ihr diese Erde liebt, ja dann müsst ihr was verändern. Fangt mal selber an zu denken und schwört ab von all den Blendern. Aber wir wissen, dass sie landesweiten Hit gelandet haben, ne? Mit geht das an? Sie wurden halt so eine Art Kultperson und genau, wollte halt, also wie, uns würde interessieren, wie kam es zu diesem Song? Gib das Hanf frei, das Hanf frei, das Hanf frei. Stop it, rock them, rock them. Gib das Hanf frei, das Hanf frei. Ai, 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 ai. Gib das Hanf frei. Schock it. Ai, 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 ai.
Long known. Get das Hanf frei. This is what you call the German alongside the Jamaican. Get das Hanf frei. Und zwar sofort. Ich habe eine Rede gehalten. Das war gar kein Song, der da aufgenommen wurde, sondern eine Rede auf der jährlich stattfindenden Hanfparade hier in Berlin, wo es darum geht, das Hanf zu legalisieren. Hanf und Cannabis, Marihuana zu legalisieren. Da stehe ich für, obwohl ich nie diese Droge genommen habe und auch sonst keine Drogen nehme. Aber ich finde das eine der größten Ungerechtigkeiten unserer Zeit, dass man sich auf der einen Seite die Gesundheit ruinieren, sich besaufen kann, auf dem Oktoberfest oder sonst wo mit Alkohol volllaufen lassen kann. Das finden alle sogar cool und toll. Und ich weiß, dass Bundestagsabgeordnete vom Oktoberfest zurückkommen und sagen, 3 Tage war ich jetzt sowas von fertig und dun und getrunken und so. Und wenn einer sagt, aber ich habe mal einen Joint durchgezogen, dann ist sofort die Klappe runter. Das ist ja ein Halbkrimineller oder ein Ganzkrimineller und da muss der Staatsanwalt gerufen werden. Das kann nicht richtig sein. Nehmen wir mal das Hanf frei, dann baue ich ein Ding so dick wie eine Pumpgun. Nehmen wir mal das Hanf frei und dann braucht man nicht mehr nach Amsterdam fahren. Hell no! Stripper! Geht das gut? Gib das Hanf frei! Gib das Hanf frei! Gib das Hanf frei! Und zwar sofort! Die Sache ist mit dem Legalisieren, ja, wäre ich voll für, nicht weil ich selber irgendwie. Ich bin auch nicht am Rauchen, Trinken oder solche Dinge, aber ich denke, man trennt dann den Markt, weil im Moment bekommt man das Zeug halt da, wo man auch die ganzen anderen Drogen bekommt. Und das ist halt auch ein Problem, was ich sehe, weil ich sehe halt in Vierteln, in bestimmten Vierteln, da dealen halt die Kids damit. Ich hatte nie viel Geld und wenn ich Geld brauchte, dann konnte man schnell mit Gras an reiche deutsche Kids, die es in meiner Stadt zu Genüge gibt, schnell viel Geld machen. Aber generell wäre ich halt für die Legalisierung, damit die Märkte halt getrennt werden, weil es ist halt solche, es sind dann solche Bahnhofssituationen, solche, diese Situation, dass du das Zeug halt da bekommst, wo du halt auch wirklich diese krassen Drogen bekommst. Und da gehören die Kids und die Leute, die das konsumieren, eigentlich nicht hin. Und das macht dann auch möglich, dass es so diese Brücke hat zu den anderen Drogen. Ja, das ist meine Meinung. Ich schließe mich da so der Meinung, auch der allgemeinen Meinung an. Man kann sich zwar auch das Gehirn wegkiffen, so habe ich auch schon gesehen, aber man kann es viel schneller mit Alkohol machen. Und ich habe dieses Standardargument, dass man noch nie jemand gesehen hat, der seine Frau auf Cannabis totgeschlagen hat. Ich glaube, das ist eigentlich eines der kräftigsten Argumente, die man so bringen kann, weil bei Alkohol findet das alle Tage statt. Und wenn man bei mir im Plattenbau irgendwie hört, dass irgendjemand ausrastet oder irgendjemand vermöbelt wurde, dann ist es meistens, weil er besoffen war und nicht, weil er high war. Außerdem bin ich der Meinung, damit kann der Staat Geld machen und mit dem Geld kann er wieder andere Sachen finanzieren. Hoffentlich keine Luxuswohnung, sondern vielleicht mal ein paar Kita-Plätze oder so. Und dementsprechend stimme ich dem Slogan dann zu. Ja, auch vielen Dank für das Treffen, für diese Möglichkeit, dass Sie halt Zeit für uns gefunden haben und einfach Ihre Meinung geäußert haben zu unseren Videos. Und war auf jeden Fall mir eine Ehre, als Kreuzberger Sie hier in meinem Kiez zu treffen. Und vielen Dank nochmal. Ja, den Dank kann ich nur zurückgeben. Es hat Spaß gemacht und das kann ich nicht zu allen Interviews sagen. Und Sie haben noch viele Begriffe gelernt. Ja, viele sind ärgerlich. Das war hier überhaupt nicht der Fall. Und ich habe auch selten bei einem Interview so viel über andere, über euch, über Probleme, aber auch ein bisschen was über mich gelernt.